Der Fennec 2.0, der mobile Allrounder, mit dem du nicht nur die perfekte Kruste oder ganze Menüs vom Grill zauberst, sondern auch wunderbar auf Spießen oder der Plancha grillst. Auch wir werden heute etwas Leckeres darauf zubereiten, aber schauen wir uns den Grill doch erstmal etwas genauer an. In der optional erhältlichen Transporttasche aus hochwertiger LKW-Plane hast du deinen Fennec 2.0 immer und überall dabei. Der Grill selbst ist in Sekundenschnelle aufgebaut und als weiteres Highlight haben wir hier einen integrierten Kohlekamin. Wir können uns also auch den Anzündkamin sparen, einfach Anzünder hinzugeben, Kohlerost drauf, Kohle verteilen und durchglühen lassen. Nun können wir auf verschiedenen Ebenen direkt oder auch mit dem optional erhältlichen Bodenblech als Deckel mit mehr Umgebungshitze oder indirekt garen. Als weiteres Zubehör sind auch eine große Plancha oder die Spießhalterung erhältlich. Beide können natürlich mit dem Rost kombiniert werden oder auch ein zweiter Rost für das Grillen auf zwei Ebenen verwendet werden. Im Lieferumfang enthalten sind diese beiden Griffe, damit heben wir Grillrost oder sämtliches Zubehör sicher auf den Grill und können es auch ruckzuck zusammenstecken zu einer Grillzange. Sehr praktisch, so haben wir auch diese immer dabei. Heute grillen wir auf unserer Spießhalterung schöne Adana Kebab-Spieße. Die grillen wir einmal scharf von allen Seiten an. Hier passen auch locker 6 Stück auf unseren Fennec 2.0. Dann setzen wir noch einmal den Rost oben auf und wärmen unsere Sandwichbrote an. Und jetzt muss das Ganze nur noch belegt werden. Etwas Krautsalat, ein paar Tomatenscheiben, unseren Spieß, Knoblauchmayo, etwas rote Zwiebeln und Petersilie, Deckel drauf und das sieht doch zum Anbeißen aus. Zubereitet auf dem Fennec 2.0, dem mobilen Alleskönner.